sie sind dann irgendwie zu faul, sich das ganze Zeug zu erarbeiten. Also weiß ich jetzt nicht, wie das abgeht, aber die müssen doch irgendwo das Geld herbekommen, um sich dann, woher bekommt die im Prinzip, wenn die nicht gegen Monster kämpfen und so, das Geld für die Leder, Kräuter und sowas, um sich dann diese halt verbesserte Rüstung, diese Gegenstände alle herzustellen? Oder machen die das dazu, die stellen für alle möglichen die sind nur drauf, sag ich mal so, Gegenstände herzustellen und dann damit zu verkaufen? Also stellen andauernd Gegenstände her, richtig stark verbesserte, und verkaufen die dann für einen teuren Preis, und dass die sich dann, aber das ist doch eigentlich nicht Ziel des Spiels. Also ich bin da noch nicht ganz hintergestiegen, oder entweder ist meine Logik da nicht, aber irgendwo muss doch das Geld kommen, mit der die das ganze Leder und so weiter kaufen. Also ich hoffe, ihr findet euer Leben. Sagt mal einfach was dazu. Vielleicht steige ich irgendwo auch einfach nicht hinter. Möglich. Natürlich hat die Option mal wieder stattgefunden. Ist die Frage, wie viele. Das kann man erstmal löschen. Das hatte ich, glaube ich, schon genommen. Der Edelstein. Und der Geschwindigkeitstrank hat auch was. Das ist gut. So, und jetzt mache ich mal den hier. Nicht Jasin, sondern Spiritus. Oh, warte mal. Mich flüstert hier jemand an. Flüstern. Wirst du in unsere Gilde zu kommen? Nö, im Moment, nee. Ah, nee, mit Gilden. Gilden erstmal habe ich. Mach ich erstmal, hey, noch nicht. Nicht auf die Nerven. Viritos. Ah, nee, den nicht. Den nicht. Wie kann ich den jetzt aufgeben? Und zwar will ich ja den hier. Hey, geh mir nicht auf die Nerven. Den hier will ich akzeptieren. Und gleich wieder was, bestimmt Kräuter oder genau Kräuter. Und Spiritus heißt der gute Mann. Ne denne. Auf in den Kampf, sag ich mal. Thank you.
So, ihr seht's ja, die 10 Perle Seelenkraft ist voll. Zeit ist gleich, also ist um. Also mal gucken. Schade. Gucken wir, ich habe schon eine halbe Stunde heute gespielt. Ja, auf jeden Fall. Das braucht man nämlich, man muss mindestens, das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass man mindestens eine halbe Stunde spielen muss, um sozusagen, na, sozusagen, den täglichen Quest zu bekommen. Also die tägliche. Warte mal, was war denn? Ach, außerhalb des Dorfes. Ah, okay, aber ich will ja kein Geld verschicken. Aber was wollte ich sagen? Mit der Hälfte, mit den 30 Minuten täglich online sein, damit man diese tägliche Belohnung kommt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es reicht mal kurz rein und wieder rausgehen und deswegen werde ich es ja so machen, jeden Tag eine halbe Stunde mindestens oder so lange, bis wenigstens einmal die Seelenkraft Perle, bis das hier voll ist, die Seelenenergie beziehungsweise und wenn das gerade ungünstig voll und wieder, also das mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, aber die ist einmal und gerade hier bei 0% und das macht sich gerade praktisch. Wenn die bei 98% ist, werde ich jetzt mich nicht ausloggen, weil dann wird die wieder zurückgesetzt und ich will ja hier nur fünfmal erfüllen, dass ich dann im Prinzip hier diese Goldmünze bekomme, weil dann kann ich mir auch einen Umhang damit machen, 59 Goldmünzen oder so. Und der ist noch besser als der Umhang des Windes. Na gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ne, da bin ich wieder. Und wir waren ja hier bei dem Blauquest stehen geblieben. Und mein Inventar hat noch Platz. Deswegen werde ich jetzt eigentlich gar nicht irgendwie großartig Zeit verschwenden und einfach mal hier weitermachen. Erstmal alle anpullen. Mal sehen, ob man. Ich glaube kaum, dass ich hier die 30 auf einmal kriege. Wäre zwar schön, aber. Moment, ich denke dann immer nicht dran, dass, wenn ich hier bei For Story spiele, muss ich ja dann meine Tastatur noch ein Stück rausziehen, damit ich auf die F-Tasten komme. Und jetzt mal noch alles schön looten. Ja, die Nachrichten, die gucke ich dann an. Wahrscheinlich wieder willkommen zurück. Schön, dass du gespielt hast und bestimmt auch ein paar Zwischenhandel haben stattgefunden oder auch nicht stattgefunden. Ich vermute mal, dass es die Halsketten nicht unbedingt verkauft hat. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal mit gleich viel Geld einstelle oder sage, okay, ich probiere es nochmal mit weniger Geld. Auf jeden Fall mit mehr Geld als beim Händler kriegt man es eigentlich immer los, aber halt nicht unbedingt maximal werde jetzt, wie manche sagen, gut, das ist 100 und 100 Gold und so weiter und so fort wert. Ja, ich kann es nur wieder immer betonen, wenn man was verkauft, muss es natürlich auch immer einen Abnehmer geben. Und wenn derjenige sagt, ich will das zwar haben, aber für meinetwegen, ich will zwar die Kette haben, aber für 10 Gold kaufe ich es dir nicht ab, dann muss man sagen, okay, beim Händler würde ich jetzt für diese Kette, was weiß ich, vielleicht 20 Silber oder so bekommen. Oder sagen wir mal 100 Silber. Und derjenige würde das aber für 1 Gold abkaufen. Und da ist es eigentlich, auch wenn man dann irgendwie, auch wenn die 10 Gold wert wäre, muss man sich überlegen, warte ich so lange? Vielleicht kauft es ja wirklich jemand noch für 10 Gold. Oder will ich sie loswerden? Dann kann ich es, wenn ich sie loswerden will, kann ich sie auch beim Händler verkaufen. Oder, warte mal, wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Dort lang, ne? Jetzt war ich ein bisschen gerade verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues. Oder verkaufe ich sie für 1 Gold und da weiß ich sie definitiv kriegst du los und sogar noch für mehr Geld als eigentlich beim Händler. So, das Mithril kann ich ja eigentlich, habe ich auch mal geguckt. Ich habe ja gesagt, dass ich noch einen Probecharakter sozusagen habe, weil ich ja auch später mal Gur machen werde. Also, nochmal zu dem zurück, was ich sagen, wegen diesen ganzen Sachen, was mache ich nach Level 90 und so weiter. Nach Level 90, mit Darion wird wahrscheinlich so Specials Richtung Mentorensystem oder dass ich dann einfach nur noch
PvP oder so mache. Also bis Level 90 geht's ja eigentlich so reguläres LP und dann halt so Specials. Dann mache ich Valorien weiter und danach mit meinem anderen Probecharakter sozusagen, wo ich auch ab und zu mal ein paar Sachen ausprobiere und wenn es schief geht, wird er eben nochmal gelöscht und dann fängt er von vorne an. Ich meine, bis dahin habe ich ja noch sehr viel Zeit, bis ich hochkomme und so weiter, also bis Level 80. Sag mal, warum folgt ihr mir hier nicht? Hallo? Hallo? Jetzt? Also, das war jetzt etwas merkwürdig. Nee, wollte ich sagen, ist noch sehr viel Zeit, da kann ich auch verschiedene Sachen ausprobieren. Ja. Genau, kann ich eben viele Sachen ausprobieren, wenn es daneben geht, dann geht es halt daneben, wird der Charakter gelöscht und auf jeden Fall wird der Charakter dann halt für Go benutzt und ich versuche den eigentlich sozusagen so optimal bis Level 80 auszurüsten und dann bleibe ich halt mit dem an der Stelle stehen, wo ich mich halt für Go entscheiden kann. Was hier ja immer, was hier unten ja immer durchläuft. Mit Gore, dass man ab Level 80 auch für Gore kämpfen kann. So, und sobald ich in der Stadt bin, will ich euch mal noch ein paar, ich meine, zeigen kann ich euch die Neuerung nicht so wirklich. Ich kann euch das eben nur sagen, was vor allem, weil ich jetzt nochmal mit meinem Probecharakter einfach komplett von vorne angefangen habe. Wollte ich einfach mal wissen, was sich da geändert hat. Das Tutorial ist ein bisschen anders. Hallo? Ah, jetzt. Und das Leveln geht eigentlich verdammt schnell, da man am Anfang immer, da man am Anfang in diesen Probekill, in diesen Aufstiegsbelohnungen sind EP, also EP-verstärkende Objekte drin, dass man mehr EP gibt. Dann gibt's ein Objekt, das dann dafür sorgt, dass man kontinuierlich alle, also es ist dann eine Schokolade, dass man dann kontinuierlich dann Erfahrungspunkte und so weiter bekommt. Und da ist es eigentlich ganz schnell zu leveln und ich würde es mal gucken, ob ich die Aufstiegskiste vielleicht irgendwo erhalten habe oder ob das nur bei neuen Charakteren sind. Also ich werde jetzt nicht machen, hier den Charakter nochmal neu anfangen, weil der eigentlich schon relativ mehr oder weniger gut entwickelt ist. Also auch mit Gegenständen und so weiter, dank eurer Hilfe. Also ich weiß nicht, vielleicht mit den neuen Sachen, die ich jetzt kenne und so, würde ich das wahrscheinlich auch nochmal so gut hinbekommen mit der neuen Entwicklung des Charakters. Aber ich sag mal, bloß wegen diesen Bonuskisten muss ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Charakter anfangen. Also hier auf keinen Fall. So, und dann will ich euch ja noch was erzählen. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, in welcher Folge ich bin. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, wenn ich in den 180ern Folgen bin, werde ich euch so ein paar Sachen erzählen, wie es mit Force, also dass ich da mir was überlegt habe, bei Force Story und so weiter und so fort. Ursprünglich war ja geplant, diesen Plan hege ich auch schon ein bisschen länger, dass ich nach der 200. Folge im Prinzip erstmal eine kurze Pause mache und also mit For Story und damit das nicht langweilig wird für euch und auch für mich, denn also ich kann ehrlich gesagt nicht immer dasselbe machen. Also ich kann das absolut nicht und damit ich auch mal ein bisschen Abwechslung mache, habe ich jetzt eigentlich wieder, damit ich auch ein bisschen Abwechslung habe. Allerdings ist ja jetzt der Patch gekommen und ich finde, also mir persönlich gefällt er, ich finde ihn richtig gut. Oh Gott. Oh, ich bin so...